2 Minuten. Was sagt der Spiegel? Ach, wie immer nix. Manchmal nervt es mordsmäßig, ein Vampir zu sein. Draculaura, du plusterst dich ganz schön auf für jemanden ohne Puls. Wo brennt's denn? Es ist nur... Hast du den neuen Typen gesehen? Er ist bis jetzt jeden Tag an meinem Schließfach vorbeigekommen. Oh, wirklich? Aufregend. Er ist der heißeste Typ in der Schule. Also, ich glaube, jeder weiß, wer wirklich der heißeste Typ an der Monster High ist. Mein Freund Duce. Ja, natürlich. Duce ist gruselcool. Für dich. Aber dieser andere Typ... Oh, zum Anbeißen. Da kommt er. Ist mein Make-up in Ordnung? Ich finde, du brauchst etwas Hilfe. Lass Cleo mal machen. Dieses erste Treffen wirst du niemals vergessen. Du wirst ihn umhauen. Danke, Cleo. Du bist die Beste. Und vergiss das ja nicht. Jotika, wir sehen uns im Jenseits. Wow. Du siehst... wirklich erschreckend aus. Ich mag Mädchen wie dich. Danke, Cleo. Ich habe gesehen, was du getan hast. Du bist wirklich schrecklich nett. Cleo, du warst einfach killergut. Ich weiß. Irgendwie fehlte der letzte Biss. Du bist dran. Wundere dich nicht, wenn keiner klatscht. Nach mir hat es jede schwer. Ich bin ein Naturtalent. Viel Glück. Das wirst du bitter nötig haben. Der Scheinwerfer sieht aus wie der Mond. Ein Mordsauftritt. Hey, jemand hat aus Versehen den Scheinwerfer eingeschaltet. Schrecklich. Wer tut so etwas nur? Sie ist völlig durchgeknallt. Und das gefällt mir. Das war wild. Wollten Sie von dir auch eine Zugabe? Auf keinen Fall werde ich mit einem Typ ausgehen, der mehr als 4 Augen hat. Geschweige denn 8. Oh nein, ich komme zu spät zur Hauswirtschaft. Ich muss mich beeilen. Meine Güte, die Zombies sind so verdammt lahm. Durch die Meute komme ich niemals durch. Ich habe eine Idee. Also, Mädels, das hier ist das Vortanzen für meine Cheerleader. Die meisten von euch werden hier gnadenlos untergehen. In meiner Truppe ist kein Platz für Gruftis. Ich stimme dir zu, Cleo. Sie ist monsterkrass. Genau das, was wir haben wollen. Haben wollen? Für was? Frankie, du gehörst ab sofort zu den Cheerleadern. Mein Glückwunsch. Ja! Frankie! Ganze gleich noch einmal. Nicht übermütig werden. Nur die 3 besten Cheerleader-Teams werden in den Frühjahrsferien zum berühmten Cheerleader-Camp am Yamasee eingeladen. Und dann kommen die nationalen Monsterschaften. Nichts wird... Frankie, du übertreibst mal wieder die Beinarbeit. Also, na ja, beim vielen Rucken und Zucken kommt man eben ruckzuck aus dem Tritt. Wenn du hier deine Cheerleader-Probezeit überstehen willst, solltest du dich sammeln. Hast du verstanden, Frankie? Gulia, hol mir bitte etwas zu trinken. Und ihr anderen übt weiter. Gib mir deinen, dann kriegst du meinen. Mit dem sieht mein Gesicht blau aus. Aber dein Gesicht ist blau. Hey, Frankie, wie läuft das Training? Oh, super. Bist du sicher? Cleo ist ja auch gar nicht anspruchsvoll. Oder überheblich. Oder nervig. Oder arrogant. Sie okay, aber doch nur, weil sie das Beste aus uns herausholen will. Und es ist gut, Ziele zu haben.
Hör mal, Dilo. Ich heiße Draculaura. Deine Schulter brennt. Oh. Du tust so, als würde ich dich völlig kalt lassen. Aber wart's nur ab. Du wirst mich nämlich zum Geisterball begleiten. Au, warum kneifst du mich? Weil du träumst, wenn du glaubst, dass ich dich begleiten werde. Lass uns hier verschwinden, bevor du endgültig abblitzt. Heath ist so nervig. Aber irgendwie gefällt er mir. Kann mal jemand mich kneifen? Das war grauenhaft. Machst du Witze? Die Choreografie war fantastisch. Fantastisch reicht nicht. Ihr müsst absolut perfekt sein, sonst könnt ihr das Cheerleader-Camp vergessen. Du hast recht. Wie immer. Wir wollten dir etwas zeigen, was wir neu einstudiert haben. Gib mir ein W, gib mir ein E, gib mir ein Q, U, I, T. Wir steigen aus, wir steigen aus. Soll das ein schlechter Scherz sein, oder was? Oh, das ist kein Scherz. Wir lassen uns von dir nicht mehr herumkommandieren. Wir werden im Grusikill des Schultheaters groß rauskommen. Genau das Richtige für coole Miezen wie uns. Viel Erfolg bei den Monsterschaften. Was willst du noch hier? Ich bin noch so jung und niemand nimmt mich ernst, außer dir. Und deshalb nehme ich das Cheerleading ernst. Also bleibe ich hier. Ach, das hat aber gedauert. Hey, und wo ich jetzt die Einzige hier bin, könntest du nicht meine Probezeit beenden? Gut, du bist in das Team aufgenommen. Ich nehm's zurück. Los, Gulia, du musst dir Flugblätter ausdenken. Wir suchen uns neue Talente. Vortanzen morgen früh.